Leute, die Support-Legenden werden den wohl heftigsten Klassen-Perk haben in Season 16 oder beziehungsweise in Kapitel 2. Gestern habe ich noch drüber berichtet, jetzt ist es durchgesickert, was es für eine Fähigkeit sein soll und unglaublich krass. Tatsächlich, damit rechnet wahrscheinlich wirklich keine Sau. Und ich habe auch den Perk für die gesamten Kontrolllegenden. Wir fangen einfach mal mit dem interessantesten an. Gibraltar, Lifeline, Loba und Newcastle sollen wohl, und jetzt haltet euch fest, deswegen dieser kleine Teaser von Thornton Smash mit Crafting. Wir sollen wohl tote Teammates craften können. Kennt man aus den vergangenen Battle Royale Spielen von COD, ab einem gewissen Zeitpunkt ging das da nicht mehr, wenn du zu weit fortgeschritten warst, warst schon im Gulag und so weiter und so fort, ging das dann irgendwann nicht mehr. Es kostet eine Menge Holz und so wird es wahrscheinlich so sein, wenn ein Teammate down ist. Werden wir entweder ein Respawn Beacon benutzen können oder wir können an einem Crafter ein Teammate wiederholen. Und das finde ich echt extrem krass. Ich finde es geil und es bringt wirklich eine Menge durcheinander. Und ich glaube, dadurch werden diese vier Legenden definitiv noch häufiger gespielt. Und stellt euch jetzt mal vor, ein gesamtes Squad besteht aus einer der Legenden, also drei Legenden aus dieser gesamten Klasse. Das wäre eine heftige Nummer. Gibby, Lifeline und Newcastle stelle ich mir da extrem krass vor. Da noch immer nicht feststeht, was bei Loba vielleicht noch an ihrem gesamten Ability-Setup verändert wird, weil da bis jetzt überhaupt nichts durchgesickert ist, könnte natürlich sein, dass Loba gar nichts abbekommt, aber stellt euch mal vor, Loba könnte endlich den Respawn-Beacon für die Teammates aus den Deathboxen ziehen durch ihren Loba-Shop. Das wäre natürlich dann eine übelst heftig krasse Kombination und ich denke mal, wir werden bei 100 Crafting-Metallen sein, um einen toten Teammate wieder rauszuziehen. So, die Frage ist natürlich, kann ich das unendlich lange? Oder habe ich nur gewisse Zeit, sobald der Teammate komplett down ist, wenn ich sein Respawn Beacon nicht hole? Das müssen wir natürlich dann abwarten. Als nächstes habe ich die Fähigkeit für die Kontrolllegenden. Die Kontrolllegenden können in Zukunft den Mast scannen für die nächste Zone. Das können die anderen Legenden wie Pathfinder und Bloodhound dann nicht mehr. Und der Perk ist durchgesickert. Achtung! Ich hatte vor kurzem drüber berichtet. Jetzt scheint klar zu sein, es wird genauso funktionieren wie auf Kings Canyon, wenn wir an dem Krypto-Spot das Terminal hacken und so kurz sehen, wo sich die gesamten Gegner verteilt haben, wie auf diesem Bild. Und das passiert, wenn wir diesen Mast scannen. Aktuell ist noch nicht klar, ob wir das ständig die ganze Runde machen können, ob man das oder ob eine Legende das nur ein einziges Mal in der gesamten Runde machen kann oder eben Zone für Zone. So wie wir, wenn wir den Mast scannen, sehen wir die Zone und in derselben Zone können wir nicht nochmal einen Mast scannen, weil es nichts bringt, weil immer noch die aktuelle Zone angezeigt wird. Das ist noch unklar, aber ich finde, diese beiden Perks klingen allesamt schon extrem heftig. Ihr könnt euch also nur grob ausmalen, was Season 16 oder eben Kapitel 2 nennt, wie ihr es wollt, für eine heftige Nummer werden wird. Eure Kommentare, was haltet ihr davon? Zu krass, zu doll, gerade so richtig oder einfach nur mega, mega genial, so wie ich es finde. Es bringt auf jeden Fall die komplette Meta extrem durcheinander und ich freue mich extrem auf das zweite Kapitel von Apex Legends. Das war's von mir und wenn ihr nichts verpassen wollt, Daumen da lassen, ein Follow und so weiter, ihr wisst Bescheid, das war's von mir, haut rein, ciao.